Eine Sache, vor der uns das Neue Testament immer und immer wieder warnt, ist, andere zu richten, andere zu verurteilen. Und in der Tat ist es eine Falle, in die immer wieder auch Christen hineingeraten. Sie denken sich, ich bin richtig, der andere ist anders, also muss der falsch sein. Und dann fangen sie an, den zu verurteilen und sie richten über ihn. Und das nimmt manchmal dramatische Züge an, boshafte Züge an, verletzende Züge an, Züge an, wo wirklich eine dämonische Macht aufsteht, nämlich der Richtgeist. Es gibt Personen, die sind so von einem Richtgeist beeinflusst, dass sie mehr oder weniger alles und jeden verurteilen und in schärfsten Worten diskreditieren. Vielleicht ist dir das schon einmal begegnet. Vielleicht kennst du Menschen, die einfach in diesem Ding gefangen sind, andere zu richten. Mir persönlich ist das schon einige Male begegnet und es ist immer sehr verletzend, sehr bedrängend. Wie geht man richtig damit um? Schau, du musst dir das vorstellen, das Volk des Herrn ist wie eine gigantische Armee. Und in einer Armee gibt es hunderte von verschiedenen Aufgaben, Berufungen, Jobs, Tätigkeitsfeldern und nicht jeder versteht, was der andere macht. Unterschiedlichste Dinge, die gefordert sind. Und wenn ich in der Infanterie bin und da meinen Job mache, dann brauche ich nicht zu verstehen, was andere Truppenteile für Aufgaben haben, von denen ich vielleicht nicht das Geringste weiß, von denen ich auch gar nichts wissen muss. Und wenn ich jetzt denke, was machen die denn da? Die machen was anderes als ich bin und ich fange an, als Soldat auf meine eigenen Leute zu schießen, dann habe ich ein Problem. Und genau das ist das, was bei diesem Richtgeist passiert. Man schießt nicht mehr gegen den Feind, sondern man schießt gegen die eigene Armee, gegen die eigene Truppe. Und dann lacht der Teufel sich ins Fäustchen. Und die Bibel, wie gesagt, ist voll davon, in sehr klaren Worten, sehr deutlichen Worten, vor diesem Richten zu warnen. Da heißt es beispielsweise, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Aha, weiter geht's. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Das sind wirklich sehr harte Worte. Wenn wir andere richten, verdammen wir uns selbst. Die Bibel ist in sehr wenigen Bereichen so scharf und so klar wie in diesem Bereich des Richtens. Sie warnt dringend davor. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtet? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn, er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Das ist das mit der Armee. Wir brauchen nicht zu beurteilen, wie welcher Soldat welche Aufgabe macht, wie er kämpft, was er tut. Er ist seinem Herrn verantwortlich und nicht uns. Oder du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nicht mehr einander richten. Wir selber müssen aufpassen, dass wir stehen, dass wir nicht fallen. Und wenn wir anfangen, unsere Geschwister zu richten, zu verurteilen, abzuschießen, dann ist die Frage, wie der Herr das sieht, was wir machen. Und sei weise, dass du zum einen nicht selber in die Falle gehst, zum anderen aber, wenn du merkst, dass andere Leute dich verurteilen oder richten, was immer wieder auch vorkommen kann, dann bete für die Menschen. Geh nicht in die Falle, dass du zurückschießt. Sei vorsichtig, sei weise. Schau auf das, was die Bibel sagt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich wünsche dir, dass du in dem Punkt wirklich stehst, in dem Punkt wirklich klar bist, in dem Punkt wirklich weise bist, weil, wie gesagt, das einer der klarsten und deutlichsten und schärfsten Warnungen in der gesamten Bibel ist, wie wir uns zu verhalten haben. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.